Willkommen zurück zu Super Mario Maker. Ich habe all meine Amiibo eingescannt und dadurch jetzt auch all die Kostüme, die ich dadurch bekommen kann. War jetzt blöd, dass wir uns Toad freigeschaltet haben, denn den hätte ich auch so bekommen können. Das heißt, hätte ich den vorher eingescannt, hätten wir jetzt sogar noch ein Kostüm mehr. Aber hey, was will man machen? Ich weiß, das sind all die Kostüme, die wir bis jetzt besitzen. Ich glaube, wenn man einfach den... Ja, wenn man einfach den Pilz auswählt, dann kommt ein zufälliger. Jetzt haben wir hier Captain Falcon. Aber das wollte ich jetzt gar nicht machen. Die Idee, die mir gekommen ist... die habe ich durch das erste Level bekommen, das wir gemacht haben. Nämlich das mit dem... 8-Bit-Mario-Amiibo. Dadurch kann man ja Blöcke zerstören. Und ich dachte, daraus könnte man doch ganz schön ein Level machen. Aber wie genau das jetzt aussieht, das habe ich mir noch nicht überlegt. Also irgendwie muss man ja auch an den Pilz rankommen. Könnte man hier einen machen? Der kommt dann in diesen Block rein. So. Ah, schaut mal! Bei X sind das Spielthema Super Mario World und das Spukhaus-Set verfügbar. Ah ja, für das Spukhaus-Set ist mir nämlich auch schon ein Level eingefallen. Also funktioniert das so, wie ich mir das vorgestellt habe? Ja, aber das Trampolin ist jetzt eigentlich unnötig, ne? Okay. Funktioniert das so? Nein, das ist zu klein. Dann machen wir das einfach so. Jetzt sollte es funktionieren, oder? Ja, funktioniert. Okay, das kann man alles kaputt machen. Das ist, ja, schön. Nur, wie geht's jetzt weiter? So, also man muss sich den Pilz nehmen, um da rauszukommen. Aber ab dann gibt es keine Möglichkeit mehr, den zu verlieren. Aber man... Ja, man soll die Blöcke dann nicht kaputt machen. Das macht die Sache dann schwieriger. Nee, ich wollte hier drin starten. Ich glaube, das ist schon mal eine solide Idee für den Start. Wie funktioniert es eigentlich mit Röhren? Macht er die auch kaputt? Ja, nee. Zurück an den Start. So. Macht die Röhren auch kaputt oder bleiben die heil? Nee, Röhren sind in Ordnung. Ich habe immer noch nicht verstanden, wie man das jetzt macht. Dass,
dass man in einen Untergrund gehen kann, muss man sich das erst freischalten? Weil ich habe gehört, dass man Mario dann in die Röhre reinziehen muss, damit das so geht. Let's go! Tja, dann weiß ich das nicht. Wartet. Sollte jetzt nicht angezeigt werden, wie weit Mario gesprungen ist? Das sollte jetzt eigentlich angezeigt werden. Ich meine, ich hätte mir das schon freigeschaltet, oder? Keine Ahnung. Dann müssen wir das erstmal so abmessen. Da muss man sofort abspringen. Nee, an den Start zurück, so. Nee, so funktioniert das wohl doch noch nicht. Nee, noch ein bisschen hierhin sollte das gehen. Wenn ich nachdenke, mache ich seltsame Sätze. Ich glaube, das merkt man. Man kann nicht direkt abspringen. Wenn ich den direkt da drunter tue, kann ich danach abspringen. Ja, das geht. Und wenn man einen Block kaputt macht, kann man nicht in letzter Sekunde noch davon abspringen. Okay. Einfach jetzt zum Austesten, so. Okay, da kann man hinspringen, das ist gut. Eigentlich sollte ja wirklich jetzt so eine Spur angezeigt werden, die anzeigt, wie Mario gesprungen ist, aber irgendwie ist die bei mir noch nicht da. Dabei hatte ich eigentlich schon die Nachricht erhalten, dass ich die... Seltsam.
Vielleicht habe ich mich da auch einfach nur vertan. So, mal sehen, wie das dann aussieht. Ist der Paracooper noch da? Irgendwie nicht, nee. Nee, der ist einfach runtergefallen. Warum? Das ist doch ein Paracooper. Ist das mit dem roten Paracooper dann besser? Ja. Wäre echt nützlich, wenn mir diese Spur schon angezeigt wird, aber das passiert irgendwie nicht. Okay. Das ist dann mein neuer Level. Wenn ich starte und probieren wir ihn aus. Der ist schon ein klein wenig kreativer. Da muss man perfekt landen. Mann. Das schaffe ja selbst ich nicht. Aber möglich ist es, das haben wir ja ausprobiert. Ja, da kann man schon durchaus mal drauf gehen. Ja, ja. Ah, fast, fast. Möglich ist es ja. Das haben wir eigentlich gerade eben gesehen. Ich habe es ja nur selber versemmelt. Ja, der Level ist durchaus interessanter als mein vorheriger. Und der davor, den ich nicht hochgeladen habe. Ja, ja, ja. Ah! Das war jetzt meine Schuld. Das war jetzt meine Schuld komplett. Tut mir leid. Ja? Geschafft. Okay.
Dann speichere ich den mal und dann lade ich den nochmal hoch. Wie soll er heißen? Das ist irgendwie immer das Schwierigste, dem einen Namen zu geben. Mega Mushroom Jumps. Und ja, ich werde auch natürlich irgendwann Level erstellen, die nicht im Stil von Super Mario Bros. Sind. Aber Amiibo kann man hier nur in diesem Stil benutzen. Ah! Und ich weiß nicht, ich hatte ja gerade die Idee, da was mit dem Megapilz zu machen. Und den gibt's folglicherweise dann auch nur im Super Mario Bros. Stil. Und deswegen habe ich den jetzt noch einmal gemacht. Oh, das wollte ich nicht. Mein nächster Level wird aber einen anderen Stil haben. Wahrscheinlich der Super Mario World Stil, den wir uns dann freischalten, weil das ja mein Favorit ist, habe ich ja schon mal gesagt. Fast geschafft. Vielleicht sollte ich auch mal längere Level machen. Ich hätte ihn jetzt natürlich noch länger machen können mit mehr Hindernissen. Aber ich bin ja noch kein allzu erfahrener Levelbauer. Nein! Ah, nein! Perfekt. Sogar fast ganz oben an der Flagge. Was will man mehr? Ja, okay, dann könnt ihr diesen Level jetzt auch spielen. Wenn ihr wollt. Mega Mushroom Jumps. Dann schauen wir diesen Typ nochmal beim Trainieren zu. Warum auch immer. Hier habt ihr die Level-ID 90A700001E59F9. Die Musik ist auch interessant, oder? Hört sich an wie aus so einem Krimi. Okay, bis zum nächsten Mal. Ich überlege mir dann noch ein paar weitere Level. Aber ich glaube, beim nächsten Mal machen wir dann wieder die 10 Mario-Herausforderungen.
Denn man bekommt auch was Interessantes, wenn man alle vorinstallierten Level schafft. Und das will ich euch zeigen. Also bis zum nächsten Mal.